The Taste 2021. Die ersten Löffel konnten im Casting bereits überzeugen. Du bist dabei! Ich bin dabei! Ich bin dabei! Team Tim Raue ist komplett. Alex Kumpner, Frank Rosin und Alexander Herrmann haben jeweils noch einen Platz zu vergeben. Wer schafft noch den Einzug in ein Team und begeistert die Coaches? Oh. Es war der ultimative Gaumensex. Ja. Ich krieg diesen Kandidat für mich. Yes! Oh mein Gott! Jetzt habe ich aber Kreislauf, das sage ich euch. Schon die erste Aufgabe von Gastjurorin Vicky Fuchs hat es in sich. Schau mal, wie begeistert sie alle sind. Das ist Hölle, das schmeckt nicht. Mein Schwein ist auch ein bisschen verbrannt. Ihr habt sie das schon auf Kamera aufgenommen? Das war cool, gell? Und kaum in der Show angekommen, müssen die ersten The Taste schon wieder verlassen. Das fällt mir jetzt wirklich nicht einfach, aber für mich heute der Schwächste. Hallo, ich bin Hanna, ich bin 28, komme aus Berlin. Und ich bin Köchin. Also, ich mache heute Flanksteak mit so Aprikosen-Paprika-Relish in Orange. Alles hat so eine Farbe. Ich mag das, so nach Farben zu kochen. Und dazu eine Piment-Mayo, schwarzes Bohnenpüree, ja, und ein Brotchip. Also es wird nicht easy, es ist schon irgendwie 5, 6 Komponenten, aber lecker. Und ich weiß, dass es mir gut gefällt und dass ich mich damit jetzt irgendwie nicht verzettel, sondern dass ich da irgendwie hinterstehen kann. Und ich glaube, das ist genau das Richtige. Zusammen passt es alles so gut, dass es halt im Mund halt richtig Sinn ergibt. Ich bin gelernte Köchin, ich habe meine Ausbildung bei Kolja Kleberg und V gemacht. Danach war ich ein Jahr im Richard. Die haben auch einen Stern. Dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mit einem Saftladen, Saft verkauft. Ja. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren halt bei Kitchen Stories. Kitchen Stories, das ist ein Online-Kochbuch und auch eine App. Und ich stehe auch vor der Kamera und erzähle den Leuten, wie man eine Torte backt. Ich glaube, ich habe schon eine kleine Fanbase. Also mega cool. Die Mayo steht. Ich bin mega happy. Ja, da hatte ich ein bisschen Angst vor. Das Fleisch sieht auch gut aus. Ich glaube, ich würde 50.000 Euro anlegen, damit ich mir irgendwann ein Haus auf dem Land kaufen kann. Ich will nämlich einen Garten haben, wo ich mein Gemüse anbauen kann. Jetzt arrosiere ich das Fleisch, das ist der Fachbegriff. Durch das ständige Übergießen von der Butter gart erstens das Fleisch noch mal nach und nimmt schön den Geschmack von Knoblauch und Thymian auf. Und dann standen auf einmal die Löffel da. Und da musste ich halt ganz, ganz schnell das Stück, also wenigstens irgendein Stück Fleisch auf den Löffel bringen. Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Finger zittern wie sonst was. Also, das Anrichten ist Horror. Oh Gott! Ach, oh Gott! Zum Glück waren alle Komponenten auf dem Löffel, das war in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ich es in einem Team schaffen kann. Ich bin echt nicht zufrieden mit dem Fleisch. Ich hätte es anders schneiden müssen und vorher probieren müssen. Oh Gott, jetzt ist es vorbei. Team schreibt dies auf. Mein Team ist so voll. Ja, weißt, wenn du das nächste Mal voll bist, erinnere ich dich wieder daran. Alles aufschreiben. Ja. So, also, es sind noch ein paar Plätze frei und schauen wir mal, ob diese Löffel bzw. die Person, die zu den Löffeln gehört, einen Weg in eins der Teams findet. Hallo, ihr zwei. Herzlich willkommen bei The Taste. Geht's euch gut? Ja. Sehr gut. Ihr seid für die Hanna heute da, oder? Genau. Ich bin Lotte, die Schwester von Hanna. Okay. Und ich bin Johannes. Ich lebe mit Hanna zusammen. Also wir sind ein Paar. Schärfe, cremig, süß, sauer, salzig,
Röststoffe, sprich bitter, leichte Schärfe. Das ist hier so fast ein Umami-Löffel. Ja, Umami-Löffel trifft's gut. Die Person, die den gekocht hat, hat den Löffel auf jeden Fall verstanden. Ja. Ja. Weil da viele Einzelkomponenten drauf waren, die vielleicht einzeln gar keinen Sinn machen, aber in Kombination, das schon wirklich so ein Mini-Feuerwerk ist. Es ist ein Löffel der Texturen. Und der Aromen. Und der Aromen. Ja. Es war Rind, ne? Das ist vielleicht der einzige Kritikpunkt, was auch immer es war. Es war fertig gegart und dann vielleicht noch mal eine Viertelstunde in den Ofen geschoben. Von allen Komponenten war das Fleisch wirklich das defensivste auf dem ganzen Löffel. Da war alles so markant abgeschmeckt, dass das Fleisch fast hinten ansteht. Dass es im Endeffekt keine Dominanz eines Produktes gibt, das macht es ja so extrem harmonisch und so extrem intellektuell. Ich finde hier auch die vordergründige oder nachhallende Schärfe sehr gut. Da hatten wir schon andere Löffel mit Schärfe. Ja. Lasst uns da mal eine Runde einlocken, Leute. Ja, machen wir. Wollen wir mal gucken, wer jetzt kommt. Wow. Hallo. 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 Wer bist du? Hallo, ich bin Hanna, ich bin 28, komme aus Berlin und bin Köchin. Liebe Hanna, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass ich mich sehr für dich interessiere. Und die gute Nachricht ist, dass es für mich bis jetzt der beste Löffel war. Wow, was für eine tolle Anrichteweise, was für eine schöne Dekoration. Und es machte auch alles Sinn. Alles in allem war der Löffel spitze. Du holst mich in dein Team, oder was? Ja. Ach so, aber ist nur grün. Okay, gut. Ist nur grün. Ein Glück. Aber ich bin schon mal weiter, das ist sehr gut. Hanna, dein Löffel hat mir gefallen, aber mein Team ist voll. Kein. Ja, ich mach's gar nicht spannend. Ich glaube, dass wir frech, locker, flockig richtig aufkochen könnten und eine geile Zeit haben könnten. Danke. Würde mich sehr freuen. Oh Gott. Spannend, ne? Ja. Ich bin mir so sicher, alles um diesen Löffel so zu machen, dass ein 3-Sterne-Gastjuror applaudieren wird, kostet mich 3 bis 4 Minuten kurze Unterhaltung. Das war, was mir dieser Löffel gesagt hat. Und deswegen war ja vollkommen klar. Ich habe natürlich sofort ein kleines grünes Knöpfchen gedrückt. Würde mich sehr freuen. So, liebe Hanna, und das bedeutet jetzt, dass du die Wahl hast. Es liegt an dir. 1, 2 oder 3. Oh Gott. Lange Erfahrung, Gewinnertitel. Also, ich gehe zur 2. Yes! Yes! Oh mein Gott, das ist... So, er kann heute Nacht auch ruhig schlafen. Scheiße, ist das geil. Okay. Ist es gut? Darf sie das? Ja. Sehr Dankeschön. Gut. Ihr macht mich gerade wirklich glücklich. Hey, Dankeschön. Hi. Wir hauen rein. Danke. Ja, das wird super. Das wird super. Ich wünsche mir, dass man sieht, dass ich kreativ bin und einfach unglaublich gern koche und freue mich jetzt voll auf die Reise und wie es weitergeht. Ich freue mich. Ich mich auch. Ich bin stolz, Hanna. Danke, es haben sich 3 Leute umgedreht. So geil. Es war aufregend. Das Fleisch hat mich ein bisschen genervt, aber es ist ja egal. Die fanden es trotzdem irgendwie gut. Das ist wurscht. Jetzt kann ich nur noch irgendwie besser werden. Das ist schon gut, dass ich jetzt so einen im Team habe, ja. So. Auch wenn ich jetzt voll bin. Ich bin die Katrin und ich koche heute. Ich bin Profiköchin. Ich koche heute einen asiatischen Schweinebauch, geschmort, mit einem knusprigen Wantan und einem Edamame-Püree und einem Mango-Gel. Ja, da habe ich mir schon ein bisschen was vorgenommen, aber wer weiterkommen will, muss ja auch ein bisschen Leistung liefern. Ich fange mit dem Schweinebauch an, weil der natürlich am längsten Zeit braucht, dass der weich werden kann. Nächsten Monat seit 5 Jahren mit der Lehre fertig. Da hat man schon ein bisschen was gekocht auf jeden Fall. Klar, man hat noch nicht alles gesehen, aber man lernt ja jeden Tag dazu. Da haben wir einmal eine Sojasauce.
und einmal eine Soja-Ponzo-Soße für die Säure. Ich habe jetzt die Mu'er und die Shiitake-Pilze gewolft, weil ich in die Füllung von dem Wantan reingeben möchte und die einfach ja, ziemlich fein haben möchte, dass es eine schöne homogene Masse gibt. Ich bin tatsächlich nur 1,58 Meter groß, aber ich kann kochen. Ja, hi, ich bin der Chris aus Hannover. Ich bin hier heute zum Kochen. Ich bin Koch, jetzt seit 22 Jahren mittlerweile, 99 in der Ausbildung und bin gut rumgekommen auf jeden Fall. Bin aber immer meiner Stadt treu geblieben, also immer in Hannover gekocht. Ja, heute gibt es einen Wolfsbarsch mit knusprigen Schuppen. Dazu gibt es Teriyaki-Kartoffel. Etwas gelbe Beete, süß, sauer mariniert. Und etwas Johannisbeere mit Purple Curry und eine schöne Schnittlauch-Mayonnaise. Bin ich relativ stolz drauf. Ist eine tolle Kombo aus süß, sauer, bitter. Alles, was man sich so wünscht. Ingwer wird jetzt erstmal so ein bisschen angeschmurgelt. Der Ingwer darf auf jeden Fall auch ein bisschen Röstaromen haben, ruhig ein bisschen dunkel werden. Wir löschen das jetzt hier auch schon mit der Teriyaki-Soße ab. Ja, ist auf jeden Fall ein Riesenunterschied, vor dem Fernseher zu sitzen oder wirklich tatsächlich dabei. Da spielen einige Faktoren mit ein und ich war richtig nervös. Hallo, Christoph. Hi, na, grüß dich. Klappt alles, gut? Alles bei dir? Ja, alles gut. Was sagst du zu der Farbe von meiner Schnittlauch-Mayo? Wunderschön. Ja? Wie aus dem Lehrbuch. Freut mich auf jeden Fall. Ja, ist auch nicht mit Ei gemacht, sondern nur mit Milch. Ja, genau, Milchöl einfach, Fett und Fett, ne, versteht sich. Genau. Nee, ich meine jetzt nicht uns beide, ich meine schon den Löffel bzw. die Mayo. Viel Glück. Tschüss, mach's gut, viel Erfolg für dich. Der Schweinebauch ist ziemlich geil geworden. Ja, und dann geht's los. Wir haben jetzt die 200 Grad hier mit dem Öl. Und jetzt wird das einfach schön übergossen. Man sieht schon, wie er sich schön dreht und wellt und wie die Schuppen sich schön knusprig aufstellen. Mein Ziel bei The Taste ist es, auf jeden Fall das Finale zu kochen. Und gut, wenn man dann schon im Finale ist, dann könnte man ja auch mal den ersten Platz anstreben. Ich habe gerade nach oben geguckt und das war ganz schön aufregend, weil so in echt habe ich die noch nie gesehen. Ich habe mir überlegt, was denken die, was ich hier eigentlich überhaupt tue oder so. Denken da, was steht denn dieses kleine Mädchen da rum? Muss die nicht noch in die Schule oder so? Ich glaub's gar nicht, wie viele Teller ich in meinem Leben schon angerichtet habe, wenn ich da immer zittern würde. Dann hätten die Leute jetzt noch nichts zu essen. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Löffel. Es ist alles drauf, was ich drauf haben wollte. Was glaubt ihr, wie Katrin sich jetzt geschlagen hat beim Kochen? Also ich glaube, dass sie, nachdem sie das wie immer sehr professionell vorbereitet hat, einfach geliefert hat. Also ja? Ich kenne sie nicht anders. Schmackofatz. Ist das Kürbis? Oder Süßkartoffel? Oder Karotte? Also erstmal ist der Löffel schön. Ja, sauber gearbeitet. Schöner Glanz. Das ist für mich, egal wer da drin ist, heute Abend Personal essen. So ein Teller davon. Da ist. Ich möchte zu diesem Löffel jetzt mal nichts sagen. Ja. Dann sei still. Gut, wolltest du sagen. Kriegt ihr das öfters? Ja. Sehr, sehr lecker. Ja, da haben wir alles richtig gemacht. Also das Fleischige fand ich schon sehr großartig. Die Würze ging schon an den Rand. Das Handwerk und das Anrichten, Dimension, kann man schon unterstreichen, dass da viel mitgebracht wird. Ein sehr harmonischer Löffel. Ich bin nicht so der größte Fan von gebackenen Wantans, weil sich der Teig dann irgendwann cremig durch die ganze... Was ist denn mit euch hier los? Das sind wie die zwei älteren Sheriffs, die sich so in der Wüstenstadt duellieren. Ne? Dieser Hermann-Blick ist so göttlich. Also ich finde ihn ja geil, wenn er echt zum Denken anfängt. Der Kumpner und der Herr Raue feiern diesen Löffel gerade immens ab. Aber ich sage auch eins, die haben halt beide Teams voll. Und in dem Moment hast du natürlich mehr Herz, mehr Emotionalität, mehr Liebe, mehr Leidenschaft, mehr Schutzfunktion gegenüber dem Kandidat, wo du dann schneller auch erhöhst. Du bist mehr so der Spieler. Man merkt, du warst schon mal im Casino. Der ist Pokerspieler. Ich möchte den Kandidaten gerne kennenlernen. Ja. Ja. Ich brauche jetzt auch für diesen wirklich wichtigen Moment diese Verbindung. So, bitteschön.
Hallo. Na? Ich bin die Katrin, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin gelernte Köchin, ich bin ja, Junior-Sous-Chefin bei der Kochwerkstatt Wiesbaden. Oh, Respekt. Ich muss dir leider was Trauriges sagen. Ich bin selber gerade sehr traurig. Ich habe leider keinen Platz mehr in meinem Team. Ich habe von einem geschätzten Kollegen vor vielen Jahren mal ein ziemlich passendes Wort gehört, was zu deinem Löffel gut passt. Das war der ultimative Gaumensex. Das war richtig geiler Scheiß. Ja. Ich bin mega enttäuscht, dass ich dich nicht in mein Team holen kann. Ich würde für dich diesen Stern hier drücken. Ich kann dir nur Gaumensex aufschreiben. Mehr kann ich dir nicht anbieten. So. Auch mein Team ist leider voll. Ich hätte in dem Moment, wo der Löffel gekommen ist, hätte ich da drauf gehauen. Ich hoffe für dich, dass einer von den beiden alten Männern stark genug für deine Aromenwelten ist und du bei The Taste mitmachen kannst. Bei mir leider, 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 leider nicht. Der Löffel ist definitiv herausragend. Und ich habe mich nicht getraut. Jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, ja, ja. Meine Liebe, ein wirklich sehr leckerer Löffel, gut gekocht. Ich sag's gerade heraus, die gebackene Wonton ist für mich in dem Moment nicht zart genug gewesen. Das Gebackene war für mich zu teigig über dem Ganzen. Ich habe mich leider auch nicht für dich entschieden. Leider, gibt's leider. Ja nicht. Oh fuck, ey. Tut mir wirklich leid. Was sind wir für Hornochsen? Sorry, sorry, sorry. Scheiße. Scheiße, vielen Dank, Scheiße. Dass du da warst. Du hast das großartig gemacht. Du bist eine fantastische Köchin, wirklich. Komm wieder, bitte, bitte, bitte. Oh Gott. Hier ging es auch um meinen persönlichen Geschmack. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich mich vertue oder nicht vertue. In dem Moment war das mein Geschmack. Der Rosine, keine Ahnung. Nee, nicht kochen. Ach Mann, ne? Zwetschke, ich fand's einen starken Löffel. Mega. Das war richtig gut. Es hat alles gepasst, wirklich. Ja, ärger dich nicht so. Wir haben andere Löffel gehabt, wo wir viel, viel schlechter gegessen haben und gesagt haben, oh ja, das ist noch gut und das ist noch gut. Alles, diese fünf Komponenten, die da drauf waren, waren alle gut. Wir zerlegen den Löffel gerade für nichts und wieder nichts. Der war gut gekocht. Ganz ehrlich, ich respektiere meine Kollegen zutiefst. Und habe mega Respekt vor denen, aber das habe ich nicht verstanden. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das nächste Mal mache ich irgendeinen langweiligen Kartoffelsalat und lege einen Schnitzel drauf, wenn es ihnen dann besser gefällt.